Sie wissen jetzt von dir, Dante. Bleib unauffällig. Mundus weiß nicht, dass ich existiere, also werde ich mich versteckt halten, bis wir bereit sind. Cat kennt die Virility-Fabrik und weiß, was darunter liegt. Sie wird dich führen. Sehr ungesund. Unauffällig bleiben. Dante! Oh, komm schon! Cat, sie haben mich in den Limbus geschleppt. Was? Wie? So, und damit wieder ein herzlich willkommen bei Devil May Cry. Ich habe kurz gedacht, da würde noch was kommen, deswegen war ich jetzt noch still. Ich habe vor einer Woche genau diese Aufnahme, die ich jetzt gerade tue, schon mal gemacht. Nur irgendwie wollte mein Aufnahmeprogramm nicht so wie ich. Und ja. Die Kamera hat dich bemerkt. Sie müssen nach dir auf der Suche sein. Du musst sie ausschalten. Ich weiß. Und gleich gibt's Ärger. Ich bin dir nicht sicher. Dann geh. Und ja, deswegen sitze ich hier und nehme es nochmal auf. Dieses schöne Level. Und ja, wenn man das zweite Mal so im Kurzen, okay, es ist zwar eine Woche her, aber trotzdem. Jetzt weiß ich immer wieder, was die Leute meinen, es wird langweilig, wenn man zweimal hintereinander das gleiche Let's Play aufnimmt. So. Was rede ich da gleich? Let's Play aufnimmt. Jetzt hätte ich so viele Leute, die mit mir über Let's Plays reden. Ich meine eigentlich zweimal hintereinander das gleiche Spiel in so kurzer Dauer spielt. Naja. Vielleicht finde ich ja jetzt noch mehr Bonus oder was auch immer. Also das Geld ist, also die Red Orbs, das Geld, sage ich jetzt. Die mal zu finden ist ja auch nicht schlecht, von daher. So war der. Toll. Ja, das habe ich wieder toll hingekriegt. Schlangenauge! Ein Schlangenauge weniger. Wow. Ich werde dich noch befreien, Freundchen. Keine Sorge. Gut, haben wir befreit. War hier so ein... Ich habe keine Ahnung, ob hier noch irgendwas super Besonderes war. Ich glaube nicht, wir können weiter. Wie no. Okay.
Das ist neu. Das ist neu. Hurra, hurra, der Boden fällt. Die Stadt selbst versucht dich aufzuhalten. Super. Virgil hat mir die Standorte der Kameras geschickt. Wir sollten sie besser umgehen. Folge mir. Ja. Ich folge dir. Wohin du auch gehst. Versuche ich dir und deinen Freunden zu folgen. Yeah, yeah. Ich bin so ein schlechter Singer. Ja, da weiß ich wieder nicht. Nee, das wäre auch wieder zu einfach gewesen. Keine Ahnung, was für eine Waffe ich jetzt wieder dafür brauche. Was zur Hölle? Ah ja, jetzt kriege ich nicht mehr angezeigt die Namen der Monster. Also müsst ihr damit leben, dass ich euch das in dieser Folge leider nicht mehr vorlesen kann. Aber ja. Wie gesagt, ich hoffe gerade auch, dass jetzt die Aufnahme ohne Probleme hier aufnimmt. Ich habe keinen Bock, das Ganze jetzt nochmal aufzunehmen. Weg mit deinem Schild, so. Weg mit dir. So. Haben wir mal hier aufgeräumt. Das ging fixer als gedacht. Ich glaube, hier war ich letztes Mal nicht. Okay. Wir finden doch noch Specials. Letztes Mal bin ich hier über vorbeigelaufen. Und jetzt habe ich einmal einen Schlüssel gefunden. Das ist ja auch schon viel wert, ne? Würde ich mal sagen. Da ist noch so ein... Eine arme Seele. Ja, hat geklappt. Genauso wie das hier hochspringen. Mann, ey. So. Okay, wir haben die arme Seele gerettet. Waren hier Spinnen? Hier waren irgendwo Spinnen. Ich habe euch doch gehört. Hier ist mal so ein Ding. Da seid ihr ja. So. Nein, wir kaufen nichts. Da bist du.
Hier bin ich. Das ist nicht gut. Das sind die Wände. Ja. Wir gehen den Kameras aus dem Weg. Hat es gebracht. Ein Frostritter. Komm schon! Ich bin ein Fischstäbchen auf ein. Aua. So. Jetzt geht es wieder darum, um die scheiß Kameras da loszuwerden. Mit meinem Leben geht es mir auch noch diesmal recht gut. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz kann man immer mal Leben einsammeln. Ist jedenfalls nicht verkehrt. So, Sesam, öffne dich. Paar Wet Orbs mal gesammelt, so. Und dann öffnet wir eine geheime Tür und wir gehen ins Licht. Einfache Bewegung, erreiche das Ziel innerhalb der Zeit. Ich weiß zwar nicht, was das Ziel ist, aber ja. Okay, einfach da hoch. So. Abgeschlossen. Ich hasse Sachen, wo man unter Zeitdruck steht. Ich hasse sowas wie die Pest, aber ja, wir haben es ja geschafft. Gegenstand erzeugt Gesundheitskreuz. Erhöht dann das maximale Gesundheitswert um 10%. Das gefällt mir. Gefällt mir gut. Mehr Gesundheit ist immer gut. Mehr Gesundheit ist immer gut. So, jetzt bin ich mal wieder besser beim Mikrofon. Beziehungsweise sitze mal besser wieder für das Mikrofon. Sagen wir es mal so. Wow, wow, wow. Scheiße. Ups. Ich sollte aufhören, dauernd diesen Engelschub da einzusetzen.
glaube, der bereitet mir mehr Ärger. Okay, aber hier muss ich. Scheiße. Ich wollte, bevor ich die Kamera da rausreiße, die gute Seele, die um Hilfe bettelt, retten. Natürlich so nicht, ne? Das muss ich jetzt nicht verstehen, wie du, wieso du jetzt in die Ecke da fliegst, obwohl ich dahin geguckt habe. Nein, fast. Fast. So, die Seele haben wir gerettet. Sehr gut. Und weiter geht's. Komm her, du Lümmel. Jetzt ziehen wir dich mal raus, du kleiner Pickel. Ein Homewang. Bin ganz sicher, das war ein Homewang. Hier drüben, Dante. Vorerst. Sind wir hier sicher? Hier drüben. Ich habe noch nie eine Hexe mit Sprühdose gesehen. Nun ja, Zauber müssen eine ganze Weile vorbereitet werden. Warum sollte man sie nicht einfach zum Sprühen abpacken? Sie machen sie auch mit Sahne. Wo hast du das gelernt? Virgil brachte mir die Grundlagen von Dämonologie und Okkultismus bei. Er meinte, ich hätte eine angeborene Begabung dafür. Und er meinte, mich darauf zu konzentrieren wäre besser als... Besser als was? Besser als an die Albträume zu denken. Okay. Da haben wir's. Scheiße. Polizei. Ich muss weg. Wir sehen uns. Zerstör die Kamera. Ja. Ich glaube, über Cat werden wir noch so einiges Interessantes bestimmt erfahren in dem Spiel. Die Figur hat, glaube ich, mehr Hintergrund, als wir denken. So. Nicht runterfahren. Hallo. So. Dich haben wir auch, Lümmelchen. Dann kommt schon, ihr Dreckstücke. Ihr tötet hier gar keinen. Wo kommen wir denn hin? Ey. So. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Oh, Schlumpfhausen, bitte sehr. Warum seid ihr Dämonen denn so aggressiv? Oder so, ich weiß es nicht. Mann, ey, so.
Das hätten wir geschafft. Wir sind bereit. Also ich verschwende gerade mehr Zeit wie das erste Mal hier, ne? Aber ich habe auch schon mehr interessantes Zeug gefunden. Wie komme ich denn am besten von... Oh, ich habe eine Idee, aber ja. Es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen hier mehr erforsche, als das Spiel durchzusuchen. Aber komm, wenn man schon Orte findet, so, da haben wir nämlich noch so eine schöne Seele, die um Hilfe bettelt und wo wir schön sie nicht treffen. Das war alles so geplant, sie nicht zu treffen. Gehen wir weiter Richtung Kirche. Oh nein. Ihr fällt einfach alles zusammen. So. Ja, so heiße ich. Sehr schön, dass ihr meinen Namen wisst. So. Super. Ups. Na, na, na. So, die kleinen Stöpsel sind wir los. Jetzt müssen wir nur noch die großen Stöpsel loswerden und alles ist gut. Oh nein. Ich glaube, das werden wirklich meine Hassgegner, ne? Die scheiß Frost. Scheiße, da war noch einer. Okay, so langsam. So langsam wird das Ganze nicht mehr lustig. Kannst du mich hören? Wer hat dich eingeladen, fetter Arsch? Ungefähr hier habe ich dann angefangen, glaube ich, auch zu viel, viel drüber zu diskutieren, welcher Dante besser ist, der oder der alte, und ja. Sie sind! Desto härter schlagen sie auf den Boden auf. Ganz genau. Dante, hier ist Chaos! Aber ich habe einen Ausweg gefunden! Wo? Da oben! Ich habe ihn markiert! Ich bin unterwegs. Lauf! Ich renne schon! Genau, ich renne schon. Es ist einfach nur der Boden, der mir vor den Füßen wegfliegt. Ähm.
war, als würde es niemals enden. Kirche. Die Polizei hat erste Bilder von dem Terroristen veröffentlicht, der für den Anschlag auf die Kirche der heiligen Agaris verantwortlich ist. Sein Name lautet Dante. Merken Sie sich dieses Gesicht. Wenn Sie ihn sehen, informieren Sie die Polizei umgehend. Aber halten Sie sich fern von ihm. Er hat eine gewalttätige Geschichte und ist ein sexuell Perverser. Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Genau, wir sind ein Mega-Perverser. Deswegen waren wir in der Kirche und hauen da Fettsäcke. So. Jo. Wir haben uns eindeutig gebessert. Das ist sehr schön. Nächste Mission. So, dann nehmen wir jetzt den Dante von Devil May Cry 1. Fertigkeiten. Lernen wir mal das. Komm. So. Dann würde ich sagen, die nächste Mission seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!